Freiwillige Feuerwehr ist umgesetzt. Wir können das nächste Ding umsetzen. Und jetzt sehr, sehr gerne eins, wofür wir kaum Aktionspunkte ausgeben müssen. So. Ich würde jetzt mal gerade bei Bildung gucken. Da haben wir nur Schulpropaganda. Das können wir uns leisten. Was ist denn Schulpropaganda? Sorgen Sie dafür, dass Ihr Bildungssystem die besten gesetzestreuen Bürger hervorbringt, die stets mit ihrer Regierung zufrieden sind. Ja, die Regierung muss gute Arbeit machen, das könnte helfen. Ja, also das möchte ich nicht machen. Wir haben so wenig Aktionspunkte und jetzt, also wir könnten ja halt alle möglichen Sachen im Roten. Blau sind die Sachen, die wir uns leisten können, vom Geld und von Aktionspunkten her. Mal so. Na, das ist doch mal was Interessantes. Achso, das gibt uns wieder einen Tank auf Bruttoinlandsprodukt. Führen Sie das Konzept eines Sozialsystems ein, damit Ihr Volk über den ideologischen Standpunkt Ihres Landes Bescheid weiß. Ist halt die Grundlage von allem, um im Sozialsystem voranzukommen. Also hier die verschiedenen Dinge, die man dann auswählen kann, in die wir uns entwickeln können. Ja, ich finde das auch super spannend. Insofern, es gab vorhin im Chat kurz den Kommentar, dass die Staaten, also dass es so ein bisschen dünn wirkt, was man beeinflussen kann in den politischen Systemen. Also das System mag ein bisschen dünn sein von den Möglichkeiten, aber da ist einfach auch, politische Systeme sind so spannend, so ausdifferenziert, du musst das wirklich für jeden Staat einzeln machen. Und hier sind aber die Entwicklungsmöglichkeiten, die politischen Ziele und Inhalte so ausdifferenziert, dass ich das eigentlich ehrlich gesagt viel spannender finde. Ja, also ich würde jetzt sagen, wir können nicht sehr viel, also Migrationspolitik sorgt für Bevölkerungswachstum und für einen Index für menschliche Entwicklung nach oben, kostet 210 Aktionspunkte. Oder wir gehen hier in die bei der Ideologie und führen das Sozialsystem ein, was super günstig ist für die Aktionspunkte. Zwar ein BIP-Tank gibt, aber IME fördert und wir haben und es eröffnet uns all die Sachen, die wir hier machen können. Ich bin dafür, das Sozialsystem zu nehmen. Alles klar. Und perspektivisch würde ich gerne noch mal in die Physik reingucken, was uns Also Kernspaltung kostet uns 1600 Aktionspunkte. Gibt uns viele Siegespunkte. Also wir müssen hier oben, ne, also Siegespunkte, mehr nicht, aber schaltet ganz, ganz viele Technologien frei. Reaktoren der ersten Generation und so weiter. Aber dann, also ganz viele Bomben und Rüstung und hast nicht gesehen. Wir können auch den Laserweg gehen. Das sind auch 1600. Und dann kommen wir auf Astronautentechnologien, Feststoffraketen, Satelliten, Tracking-Systeme, Global Positioning-System, Raumfahrt und so weiter und so fort. Also diesen Weg. Wir können Kernspaltung komplett ignorieren. Also ich würde eigentlich gerne zumindest bis zum Satelliten kommen. Ja. Das hat aber auch ein bisschen was mit dem Bereich Spionage zu tun. Ich bin gespannt, was wir damit noch alles anstellen können. Also wenn wir schon über Five Eye reden, dann müssen wir das dann auch so machen. Das stimmt allerdings. Okay, jetzt ist die Zeit schon abgelaufen, dass wir Kanada fragen sollten mit unseren Blockaktionen. Oh, noch einen Tag. So. Und jetzt Blockaktionen zum Block hinzufügen. Oh, 65%. Nur 65% und wir haben nicht genug Wohlwollenspunkte oder Investitionspunkte. Okay. Können wir das eine oder das andere aufstocken? Bei 65, ja. Also ich hätte die wirklich gern dabei und 65 sind mir zu wenig. Ja, wir können warten, weil wir haben ein Handelsabkommen mit. Also wenn wir hier mal drauf gucken. Politik, Wirtschaft.
Nee. Kriege. Wohlwollenspunkte 0, Investitionspunkte. Warum haben wir 0 Investitionspunkte? Sind die Investitionen schon durch? Dass die auch eine gewisse Laufzeit hatten? Nee, wir haben Handelsabkommen mit Kanada. Genau, ja. Wir sollten positive Aktionen machen und investieren. Ja. Dann investieren wir mal, ne? Ja. Ja. Wir könnten, wir haben Investitionspunkte. Aber wir müssen die... Warum wird das hier nicht angezeigt? Investitionspunkte 0 wird hier angezeigt. Das ist falsch. Das funktioniert anscheinend nicht. Weil wir haben... wir haben 19 Investitionspunkte. Okay. Dann könnten wir ja 15 davon... für die erhöhte Erfolgschance investieren, oder? Damit wir eine neue Investition machen... Und dann sammeln wir noch mehr Investitionspunkte, um das nachher für den Blockbeitritt zu machen. Ja. Ja. Dauert 40 Tage. Alles klar. Machen wir. Finde ich gut. So, wir könnten auch jetzt überlegen, mit Kanada dauert es jetzt alles nicht mehr so wahnsinnig lange, bis wir in den nächsten Schritt kommen, welcher Staat der nächste sein soll, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. So, und jetzt hier passieren und interessante Sachen. Ne? Island hat sich dem Block angeschlossen, Kommunion von Kanada. Und Finnland hat sich dem Block angeschlossen, System von Schweden. Also... Kanada und Island gehören zu einem Block. Das heißt, wahrscheinlich können wir jetzt nicht mehr... Ja, wir können keine Blockaktionen mit Kanada machen. Das ist blöd. Wir könnten jetzt umswitchen auf die Vereinigten Staaten, ja. Und dann sollte man wahrscheinlich auch Großbritannien irgendwie nochmal mit in Blick nehmen. Mexiko und Kuba klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, Kuba wird gerade ein bisschen schwierig, weil sie immer noch sanktioniert sind. Also so richtig gut klappt es dann mit unseren Auslandsinvestitionen wahrscheinlich nicht. Insofern, Mexiko und USA wäre interessant. Ja. Das heißt, wir machen mal positive Aktionen, Beziehungen verbessern und investieren in, weil wir haben ja genug Geld, in die USA. Mhm. Investitionen bestätigen. Und Mexiko dasselbe. Beziehungen verbessern. Und... Ich weiß jetzt, haben wir jetzt gerade die Erfolgschancen schon so mit erhöht oder sind wir gerade mit den 65er Erfolgschancen rein? Ah ne, haben wir nicht, aber wir haben mit denen noch keine Sachen gemacht, deswegen hatten wir auch keine Punkte, um das zu erhöhen. Ja, okay. Das ist so und dementsprechend, bei welchem wir Erfolg haben, in dem würde ich dann den Wohlwollen erlangen machen, weil den können wir halt nicht immer machen. Den würde ich mir dann aufsparen. Und dann gucken, wo wir Erfolg haben und dann machen wir da Wohlwollen erlangen. Tja, lassen wir mal laufen. Diese Sachen dauern alle nicht lange, diese diplomatischen Aktionen. Und hier haben wir das nächste. Schweiz hat sich dem Block angeschlossen. Kommando von Italien. Klingt angsteinflößend. Ja. Was haben die Italiener vor? Ja, wir könnten uns auch noch mal mit Europa beschäftigen. Einen Schluck Wasser. Oh. Rechtsextreme Gruppierungen werden immer beliebter. Wir konnten in jüngster Zeit einen enormen Zuwachs der Mitgliederzahlen rechtsextremer Gruppierungen in unserem Land ausmachen. Es wird Zeit. Parteipopularität rechts außen +15, Unzufriedenheit +10.
Wir dürfen nicht zulassen, dass der Faschismus hierzulande Fuß fassen kann. Lancieren wir entsprechende Gegenpropaganda. AP-Einnahmen gehen runter und Geldeinnahmen gehen runter. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Faschismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir deren Aktivitäten. Persönliche Kontrolle plus 1. AP-Einnahmen gehen runter und Geldeinnahmen gehen runter. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Faschismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir deren Aktivitäten und lancieren wir Gegenpropaganda. Nochmal persönliche Kontrolle, IP-Einnahmen und Geldeinnahmen runter. Das ist bestimmt nur ein vorübergehender Trend unter den jungen Leuten. Kein Grund zur Sorge. Sehr spannende, sehr, sehr spannende Auswahlmöglichkeiten, nicht wahr? Mhm. Definitiv. Okay, dieses Ding mit dem Trend mag am Anfang sein. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Stadt, in der ich wohne, aber ich finde, bei Rechtsextremismus besteht Grund zur Sorge. Mhm. Damit entfällt auch Punkt Nummer 1 mit Es wird Zeit. Ja. Weil es einfach nicht mit einer Demokratie zusammenpasst. Bleiben mehr oder weniger noch Gegenpropaganda, Verbot und die Kombination aus beidem. Mhm. Reine Gegenpropaganda wird ein bisschen wenig, also weil nur wenn man dagegen kommuniziert, was anderes ist ja Propaganda erstmal nicht, eine andere Form der Kommunikation, hat man das Problem und die Aktivitäten immer noch nicht gelöst, wenn man die Aktivitäten verbietet, aber diesen kommunikativen Akt dazu nicht macht, kommt man auch nicht weit. Aus dem Grunde bin ich dafür, Verbot und ja, den kommunikativen Akt dagegen. Die minus 40 AP-Einnahmen, Gott sei Dank dauert das nur 75 Tage, aber die tun uns echt weh, aber ich wäre auch für beides. Direkt das Maximum und da habe ich auch kein Problem, persönliche Kontrolle drauf einwirken zu lassen. Dann sind wir uns einig, was es angeht. An der Stelle überrascht mich das gar nicht. Und du sagtest, wir könnten mal wieder eine Pause machen. Habe ich das? Achso, hab ich zwischen den Zeilen versucht. Belgien hat sich im runder Tisch von Deutschland. Also du hast recht, wir könnten tatsächlich nochmal so eine Weil Pause ich so machen, auf die Uhr schielte und ich hab dir eben das Wort abgeschnitten und hab das hineininterpretiert. Eigentlich hätte ich mich entschuldigen müssen, dass ich dir das Wort abgeschnitten habe und fragen, was wolltest du sagen? Ich hab vermutet, dass du auf eine Pause raus wolltest und ich hab dir versucht, meine Gedanken in den Mund zu legen. Das tut mir total leid. Ja, eigentlich finde ich es total schön, weil tatsächlich in meinem Hinterkopf der Gedanke war, irgendwann werden wir bestimmt noch mal eine Pause machen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die letzte ist ja noch keine anderthalb Stunden her, das können wir nicht machen. Ist ja nicht For the People, wo wir nach einer Dreiviertelstunde nicht mehr konnten. Und insofern wollte ich darauf gar nicht raus, aber du hast recht, das kam aus meinem Hinterkopf quasi zu dir. Wäre schön. Ich wollte eingehen auf den Chat, auf die, ja, die stärkeren Türen von Moscheen und die alkoholisierten Einzeltäter. Ja, stärkere Türen sind super, aber ich fände es ziemlich cool, wenn unsere Gesellschaft stärkere Türen hätten. Ja. Ja, weiter ja. geht's. Weiter geht's, genau. Wir warten jetzt darauf, dass wir quasi diplomatische Aktion Beziehungen verbessern, wurde erfolgreich in Mexiko umgesetzt. Oh. Und die in Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführte diplomatische Aktion Beziehungen verbessern ist fehlgeschlagen. Tja, dann wird's wohl Mexiko. Ja, hilft ja nichts, ne? Ja. Nicht ganz ja, Five Eyes. Nicht ganz Five Eyes, aber müssen ja nicht alles nachmachen. Und außerdem haben wir mit Mexiko, glaube ich, auch einen guten Zugang zum südamerikanischen Raum und eventuell dann auch wieder zu ja. Nordamerika. Das heißt, wir machen jetzt Wohlwollen erlangen, während ja. Investitionen noch läuft. Ja. Und während wir Wohlwollen erlangen, und dann können wir sie zu einem Blog einladen. Dann wäre unser Blog Neuseeland, Australien, Mexiko. Finde ich interessant für den Pazifikraum. Was haben wir hier? Bangladesch hat sich dem Blog angeschlossen, Gemeinschaft von Türkei. Und Jordanien hat sich dem Block angeschlossen, Vereinte Front von Saudi-Arabien. Okay, interessante Blöcke. Ja. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt, da bin ich echt gespannt. Ja.
Sozialsystem dauert noch 14 Tage. Oh, wir sind wieder bei plus minus 0 BIP-Wachstum. Aber wenigstens ist überall alles grün, auch wenn unsere Aktionspunkte niedrig sind. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Kanada umgesetzt. Das ist schön. Wir könnten jetzt trotzdem mit Kanada versuchen, kooperative Aktionen... Ach nee, wir haben schon ein Handelsabkommen mit denen. Genau, das Handelsabkommen hatten wir gerade angestoßen. Genau, und dann haben sie einen eigenen Block gebaut. Genau. Ups. Ja, ich bin mal gespannt. Naja, wir haben jetzt da investiert. Das gibt uns dauerhaft auf jeden Fall einen kleinen Vorteil, was Beziehungen angeht. Projekt Sozialsystem wurde umgesetzt. Super, wir haben wieder einen freien Projektplatz. In der Sozialpolitik. Wir könnten jetzt auf Arbeitnehmerverordnungen gehen. Das gibt uns Index menschlicher Entwicklung plus 1, Mindeststeuersatz plus 3, BIP-Wachstum minus 0,01 und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01. Oder Migrationspolitik IME plus 1 und Bevölkerungswachstum plus 1, plus 0,01. Ich würde gerne beides machen. Und zuerst die Arbeitsbedingungen verbessern. Ja. Die Arbeitnehmerverordnung. Weil ich glaube, mit der Migrationspolitik waren wir noch nicht so weit in der Entwicklung, oder? Ja, das stimmt. In diesem Gro. Ja. Da würde ich hier erstmal die Arbeitnehmerverordnung machen. Der Einschnitt in Anführungszeichen für das Bruttoinlandsprodukt ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig hoch. Da ist gleichzeitig die Arbeitslosenzahl verringert, würde ich denken, dass das eine gute, langfristig durchaus eine gute Investition ist. Ja, und es kostet sehr wenig Aktionspunkte und es dauert nicht lange. Mhm. Das ist ein super Projekt, was wir jetzt gerade, wo wir eigentlich Aktionspunkte auch ein bisschen ansammeln wollen, eine großartige Sache. Das heißt, wir bestätigen das. Und damit läuft dieses Projekt. Und auch da ist jetzt wieder der Punkt, was gerade auch die Anmerkung gibt, so ja genau, jetzt führt er auch nach Arbeitnehmerrechte ein. Wir wollen ja auch, das ist auch ein Teil dieses diplomatischen Sieges, eine relativ hohe Quote des Index menschlicher Entwicklung haben. Ja. Und das hat jetzt gerade auch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Und Parsec, wo du gerade mal da bist, wo ich das sagen will, ich weiß, du bist irgendwie über den Stellaris-Stream von mir gekommen. Auf jeden Fall, da habe ich dich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Und du hast eben auch einen Stellaris-Quote gemacht irgendwie. An der Stelle ist es so, ich habe jetzt bei meinem Stellaris-Spiel, das morgen wieder stattfinden wird, also morgen Abend gibt es Stellaris Orcs in Space wieder um 20 Uhr. Da haben wir es hinbekommen, dass wir Sklaverei abgeschafft haben und ein Vielvölkerstaat geworden sind. Und das hat uns erstmal einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft gebracht, aber auf die Langfristigkeit sind wir jetzt mittlerweile in eine Föderation mit aufgenommen worden. Unsere kulturell sind wir ganz weit nach vorne gekommen und nach einigen Jahren hat sich unsere Wirtschaft wieder erholt und wir sind leben in einem Wohlstand wie nie zuvor, sodass wir wahnsinnig viel Einwanderung haben. Also komm morgen gerne vorbei. Mit den Orks hat sich das echt gedreht. Von einem autokratischen System am Anfang, die immer wieder von Krieg heimgesucht wurden, sind wir jetzt mittlerweile zur drittstärksten Kraft in der Galaxis emporgestiegen. Und da haben wir auch so einen sozialen Umbau des Staates gemacht. Das Ganze ist... Sag mal... Ja? Hat Dienstagspolitik auf dich abgefärbt bei Stellaris oder was? Ja klar, auf jeden Fall. Mega gut. Super gut. So, das wäre nochmal politische Bildung. Investition wurde erfolgreich in Mexiko umgesetzt. Oh, und in Vereinigten Staaten, die in Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen. Ja,
Die finden uns doof. Die wollen unser Geld nicht. Ja, genau. Was ist hier oben passiert? Bulgarien hat sich dem Block angeschlossen, kollektiv von Rumänien. Okay. So, Mexiko. Blockaktion würde ich jetzt direkt... Ach nee, wir verbessern gerade noch wir holen uns gerade noch Wohlwollenspunkte. Dann würde ich hier kooperative Aktionen, Handelsabkommen. Haben wir schon. Ich würde gar kein Handelsabkommen und so weiter und so fort. Ich würde warten, bis wir Wohlwollen erlangt haben und dann direkt die Blockeinladung machen. Handelsabkommen können wir dann immer noch, beziehungsweise brauchen wir nicht, wenn sie in den Block eintreten. Was? Ach, Entschuldigung, Horsti hat mich gerade zum Lachen gebracht. Horsti hat im Chat geschrieben, und jetzt fragt ihr, warum ihr linksgrün versifft seid, sogar ist Ork pazifistisch. Nee, pazifistisch bin ich als Ork nicht. Ich hab in den letzten Runden von Stellaris, um dich da zu beruhigen, hab ich durchaus in den letzten 20 Jahren 3 Expansionskriege geführt. Und ich bin gerade im Begriff, 2 benachbarte Reiche zu befreien. Ja, also ich habe das Wesen des Orks nicht vertrieben, aber ich habe den Orks Kultur, Philosophie und ein Vielvölkerstaat-Denken gegeben. Das hält sie nicht davon ab, Eroberungskriege zu führen. Aber es ist ein interessanter Mix. Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass klar könnte man jetzt sagen, man ist super pazifistisch, aber man könnte es auch anders formulieren und sagen, wir überleben einfach sehr genau, in welche Kriege oder Konflikte wir die Einwohner unseres Landes bringen, die im Zweifelsfall damit ihr Leben bezahlen müssen. Also wenn man schon einen Krieg führt, dann muss das irgendwie, also dann bitte auch mit irgendeinem Grund, der mehr ist als das Interesse einer Einzelperson oder einer Einzelperson. Was wir halt in Autokratien haben. Da geht es um Interessen von Einzelpersonen, einzelnen Gruppen, einzelnen Ideologien. Und das versuchen wir eigentlich nur nicht zu machen. Wenn wir einen Krieg führen müssen, dann kann das passieren. Aber dann werden wir sehen, wie wir entscheiden. Ja, bevorstehender Besuch. Wir werden bald Besuch bekommen. Ich habe ein Treffen mit einer präsidialen Delegation unserer Freunde anberaumt. Es wird öffentlich übertragen, bereiten Sie also eine wirksame Rede vor. Leider müssen die wenigen Hauptstraßen der Stadt gesperrt werden, aber hey, wir müssen uns schließlich im bestmöglichen Licht präsentieren. Wir werden Sie mit unserem Prestige blenden oder wir haben da noch ein paar Flaschen billigen Wein im Keller. Also ordentlich auffahren, was uns Geld und AP-Punkte gibt und BEP-Wachstum minus 0,02. Wir haben noch billigen Wein im Keller, gibt weniger Geld und AP-Punkte. Oh Mann, ey. Beides ist... Ja. Also ich würde sagen, wir würden sie mit unserem Prestige blenden, würde ich eher sagen. Wir möchten so gut aussehen wie nur irgend möglich und nicht den Wein aus dem Keller holen. Nicht den billigen zumindest. Ja. Ja. Ja, Prestige, oder? Ja. Auch wenn es viel AP kostet, es ist halt so. Ja. Das ist, glaube ich, sinnvoll investierte Aktionspunkte. Die in Mexiko durchgeführte diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Oh Mann. So. Okay, wir brauchen langsam einen Strategiewechsel, mit wem wir hier noch zusammenarbeiten wollen. Wir könnten... Ach, wir brauchen mehr als 120... Na, wir können mit denen zusammenarbeiten. Dann würde ich halt sagen, wir machen... Ah. Mist, wir haben... Wir haben gerade so unter 100 mit Beziehungen. Und wir können unsere Beziehungen nicht weiter verbessern.
Ja, wir müssen uns Gedanken machen. Amerika ist raus, Mexiko ist raus. Japan. Japan haben wir in der letzten Woche schon mal mit auf die Liste gesetzt. Von den Staaten, mit denen wir uns noch auseinandersetzen wollen. Ja. Pazifikraum so, ne? Was haben wir denn? Achso, Japan zeigt er mir an. Beziehung 85. Das klingt eigentlich gut. Nee, wir müssen über 100 haben für diese Sachen. Naja, so als Anfang, also mir ging es mit dem, es klingt gut, ist so, das kann man wenigstens weiterentwickeln. Wenn wir jetzt hier irgendwie bei 50, dann würde ich jetzt die Chance nicht sehen. Was okay, aber dann würde ich sagen, ja doch, 85 geht, weil wir kommen, wenn Beziehungen verbessern erfolgreich ist, kommen wir auf 105. Und dann würde ich jetzt einfach mit Japan Beziehungen verbessern und Investitionen machen. Ja, aber lass uns mal gucken, dass wir dort auch die Chancen erhöhen, weil es ist immer blöd. Wir haben keine Wohlwollenspunkte und wir haben keine Investitionspunkte, weil wir noch nicht investiert haben und noch kein Wohlwollen erlangt haben. Das ist das Problem. Das ist halt immer so ein Würfelwurf mit 65. Das kann man bestimmt in der Diplomatie noch irgendwie pushen durch bestimmte Sachen, aber so weit sind wir noch nicht. Ich würde das jetzt einfach so nehmen. Also das hier und auch Investitionen. Und dann suchen wir uns noch ein zweites Land. Vielleicht Indien oder so. Oder wäre Südkorea. Ja, wir könnten auch Taiwan uns angucken. Wir haben auch noch die Pazifikinseln auf der Liste. Wo wir vorhin noch gemeint haben, brauchen wir jetzt gerade nicht, weil wenn die großen Player nicht mit uns spielen wollen. Ich finde Japan echt spannend. Das würde ich wirklich gerne entwickeln. Das kann uns viel bringen. Und Indien ist ein interessanter Ansatz. Warum nicht? Ja, dann würde ich doch mal gucken. Indien, da haben wir 106 Beziehungen. Ja, komm. Da könnte ich nämlich, super. Da könnte ich mir vorstellen, da müssen wir nicht Beziehungen verbessern. Mhm. Und selbst wenn Investitionen nicht klappen, haben wir nur minus 5 und dann sind wir immer noch auf 100. Dann können wir Wohlwollen erlangen. Also müssen wir keine Beziehungen verbessern. Da können wir Wohlwollen erlangen und können direkt den Block vorschlagen. Ja, das finde ich gut. Sehen wir irgendwo, ob Indien schon mit irgendwem in einem Block ist? Wir haben hier Blockaktionen. Okay. Wenn sie mit irgendwem im Block sind, dann haben wir keine Blockaktionen mehr mit ihnen. Okay. In der Zwischenzeit würde ich jetzt mal, genau, Fidschi... Blockaktionen. Ah, wir können direkt Fidschi zum A. Ah. Unsere Beziehungen reichen nicht und Salomonen. Ach, wir brauchen 120. Bei den Salomonen haben wir auch schon lange nichts mehr gemacht. Ja. Aber dann müssen wir bei Indien doch Beziehungen verbessern machen, weil wir 120 brauchen. Nicht 100. So, können wir irgendwie die Erfolgschance erhöhen? Nein. Nee. Oder? Weil wir von diesen beiden Sachen noch nichts haben. Und Horst hat auch schon zweimal angemerkt, dass wir irgendwie die AP-Punkte, das AP-Einkommen erhöhen sollten, müssten. Ja. Müssten wir... Gab nur so viele Aktionen, wo das nicht so einfach war. Ja. Achso, okay. Wir könnten noch bei den Inselstaaten gucken. Was haben wir da? Vanuatu. Hier haben wir 98. Entschuldigung. Samoa, Fidschi. Ach genau, das gehört zu Frankreich. Richtig. Also das ist direkt hier Frankreich. Mhm. Da können das haben wir beim letzten Mal probiert und die wollten nicht mit uns spielen, ne? Ja, aber Frankreich befindet sich auch noch nicht in einem Block. Dann lass uns doch mal gucken, wie das ausgeht. Also auch nochmal. Ja. Ja, komm.
Also wir haben zwar vorhin gesagt, wir machen das nicht mehr ohne Sinn und Verstand, aber uns bleibt gerade nichts anderes übrig. Ja, wir haben jetzt, wir gehen aber in drei Richtungen und gucken, in welcher von den drei Richtungen es funktioniert. Ich finde, das ist durchaus ein Plan, weil das letzte Mal habe ich irgendwie so auf alle Inseln, die da waren, dieses Zeug drauf gespammt. Also das war weniger zielführend, als es jetzt der Fall ist.